Also bereiten wir jetzt schon mal alles vor, laufen woanders hin und bauen da die Puppe wieder auf. Oder noch eine Puppe auf. Und wir haben bestimmt nicht genug Holz. So, kurz die Beeren braten. So, Inventarplatz technisch. Den Fänger lassen wir erstmal hier, den brauchen wir nicht. Rasieren können wir uns sofort, dann kann der auch wieder weg. Diesmal dauert es nicht ganz so lange. So. Drei Haare. Fünf Haare? Warum stackt der nicht? Ah, also das automatische Stacken, wenn man Sachen einsammelt, gilt nicht für den Rucksack. Das ist schon mal unpraktisch. Haben wir noch irgendwo Holz? Nein. Wir brauchen aber noch irgendwas für die Puppe. Und zwar Steine waren das, glaube ich. Nee, nur vier von dem guten Fleisch. Gutes Fleisch. Hier. So. Nee. Yeah. Mein Inventar macht mir echt Sorgen. Aber wir brauchen davon eigentlich fast alles. So, Samen könnten da rein. So. Jetzt ist mein Inventar wieder in Ordnung, aber der halbe Tag ist schon wieder rum. Ist doch echt albern. Und die Fallen sind alle ausgelöst. Das grenzt schon fast an Sabotage. Also, dass die da immer wieder reinfliegen, nur damit die Fallen kaputt gehen und nicht aktiv sind, falls noch was Wichtiges kommt. So, du mal dahin. Du. Und es müllt das Inventar zu. Ja. Fleisch weg. Das kann ruhig irgendjemand fressen, ist mir egal. Wir haben momentan genug Fleisch. So. Obwohl das auch keine so gute Idee ist, überall Fleisch zu verteilen. Das lockt garantiert Wölfe an. Also kommen die wieder zurück. Du wirst aufgesammelt. Du wirst aufgesammelt. Und du da oben auch noch. So, die Falle ist schon auf 40% runter. Das geht echt gar nicht. Jetzt aber in Ruhe Holz hacken und nicht ablenken lassen. Wir brauchen jede Menge Bretter für die zweite Puppe und für noch andere Sachen. So, alles mit. Die Pinecones können wir alle schön verforschen. Wir brauchen immer noch 15 Punkte für das nächst interessantere Teil. Ich hätte gerne zwei Rucksäcke. Auch wenn das ein wenig albern aussehen würde. Aber damit könnte ich leben. Definitiv. Oh, neue Axt. Wir haben nur noch 5 Flint. Aber wir hatten irgendwo was auf Reserve gelassen, oder? Ja, bestimmt. Das wäre sonst echt albern, wenn wir schon wieder durch den Sumpf durch müssten, nur um neue Steine zu holen. Apropos Sumpf, da wollte ich ja auch noch was testen. Aber das machen wir erst, wenn wir da zufällig hinkommen. Ich muss nur dran denken, zufällig vorher die Spinneneier mitzunehmen. Damit wir uns einen Weg bahnen können. Beziehungsweise erstmal testen, ob es funktioniert. So, Stapel ist voll. Das ist ein gutes Zeichen. Dann stell doch mal bitte ganz viele Bretter her. Dann kannst du auch wieder neue Blöcke aufnehmen. Dafür ist der Holzstapel jetzt voll. Nein. Und ich hätte schwören können, die Bretter haben vorher 6 Holz gebraucht und nicht nur 4. Haben sie also auch gesenkt. Ah, das ist kein gutes Zeichen, wenn sie das Spiel so einfach machen. Also okay, sie haben es auch gleichzeitig schwerer gemacht durch die Wölfe. Angeblich. Davon merkt man bisher noch nicht so wirklich viel. Aber ja, dadurch haben sie es ja auch schwerer gemacht. Aber andererseits durch die ganzen mehr Forschungspunkte, die man jetzt bei jedem Gegenstand bekommt. Und die gesenkten Forschungskosten allgemein bei allen Forschungsprojekten. Ist es doch schon ziemlich einfach geworden. Na, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ist ja alles noch in den Kinderschuhen. So, schon wieder eine Axt kaputt. Schon sind wir bei 4 Flint. Ich habe echt so ein kleines Déjà-vu, was das angeht. Aber ja, das nächste Mal nehmen wir einfach 3-4 Stacks Flint mit von der Steininsel und dann ist gut. So, Nacht bricht herein. Chup, chup, chup. Komm, alles mit. Überall Baumstumpen. Riecht nach Kahlschlag aus. So. 1, 2, 3, 4.
So, zurück in der Basis. Erstmal alles einsortieren. Die Federn, da haben wir inzwischen recht viele von. Also wir brauchen Federn für die Blowgun. Also für dieses Blasrohr. Sleep Dart. Wofür brauchen wir die roten Federn? Die habe ich noch nirgends gesehen. Ein Büffelhut. Nee. Papyrus. Oh, hier ist vielleicht neue Hüte. Ja, es gibt einen Federhut. Also Rabenfedern haben wir. Rotvogelfedern haben wir. Tentakelflecken. Ja, ich weiß nicht, ob ich sowas tragen wollen würde. Aber man kann dann Tentakel anscheinend umbringen. Sonst gäbe es ja wohl kaum Gegenstände, die man von Tentakeln bekommt. Was gibt es denn noch so? Ein Zylinder, 16 Spinnenseide. Die könnten wir eigentlich herstellen. Kostet aber 200 Forschungspunkte. Oh. Hohoho, das klingt sehr praktisch. Ein Miner-Hat. Also ein Bergarbeiterhut. Dafür brauchen wir einen Strohhut, den wir ja praktischerweise schon tragen. Ein Goldnugget und eine Firefly. Den werde ich auf jeden Fall freischalten, sobald ich die Forschungspunkte habe. Ja, okay. Erstmal ist er hungrig. Dann sammle ich ganz kurz den Dünger ein, weil das Geräusch doch langsam nervt. Ah, Gott sei Dank. Hier ist irgendwo noch einer. Dover Jack, wo hast du deinen Haufen gesetzt? Wir hatten irgendwo eine Fackel rumliegen, oder? Da ist eine Fackel, ich sehe dich, aber du bist in dem Busch. Da, Fackel. So. Jetzt will ich nur ganz kurz gucken, wo der Haufen ist. Da. Ach, irgendwo ist noch einer. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Wenigstens ist es ein wenig leiser geworden. Und jetzt können wir die ganzen Tannenzapfen verforschen. Oh, wir können auf beiden Seiten gleichzeitig. 94. Ja, können wir. Also wir schmeißen da was rein, schmeißen da was rein. Immer hin und her, hin und her, hin und her. Wir brauchen noch eine dritte und vierte Maschine. Hier geht das noch schneller. So, es fehlen noch 73. Wir könnten Gras nehmen. Oder wir könnten das Spielzeug einfach verfeuern. Oh, oh, oh. Feuer. Kein Feuer. Also, Spielzeug. Verforschen. Einmal. Weil ich will jedes Spielzeug mindestens einmal haben. So aus Sammlertrieb. Aber den Überschuss können wir halt verforschen. Und damit kommen wir jetzt schon auf über unsere 200 Punkte. Sehr schön. So, jetzt wollten wir herstellen oder erstmal erforschen den Miner Head für 200 Punkte. So, dann brauchen wir noch ein Gold. Ich würde gerne nur einen haben. So. Ein Gold und eine Firefly. Nee. So, eine Firefly. So, Miner Head. Also den Hut müssen wir ablegen. Gib mir doch einfach mehr Platz im Inventar. Also ich könnte theoretisch zum Beispiel die Flint hier lassen, aber ich brauche so oft neues Werkzeug, das macht nicht wirklich viel Sinn. Na gut, was fehlt jetzt noch? Genau, der Hut. Dahin. Miner Head. Aufsetzen. Oh. Oh Mist. Der geht langsam kaputt. Das ist doch doof. Ja, nimmt dann noch einen Inventarplatz weg, wenn man ihn durchgehend mit sich rumtragen will. Okay. Aber so könnten wir uns einen Vorrat an Miner Heads zulegen und dann die ganze Nacht einfach irgendwo hindurchwandern, auch wenn das nicht sehr ratsam ist. Na gut, der bleibt erstmal da, wo er ist. Oh, oder man kann ihn benutzen, um in der Nacht rumzuwandern, um die Fireflies einzusammeln für mehr Miner Heads. Ja, gut. Nächstes Projekt. Wir wollten die Fleischstatue bauen. Dafür haben wir alles. Der Tag ist noch relativ jung, also laufen wir mal zurück zu den Schweinen. Wofür brauchten wir eigentlich die vier Schweine heute? Ah, für das Schweinehaus. Genau, wir wollten das Schweinehaus hier bauen.
Jetzt müssen wir wieder zum Forschungsdingens. So, Schweinehaus. Braucht noch 3 Steine. Die haben wir hier in der Kiste. Und ein paar Forschungspunkte. Das machen wir kurz mit Gras. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wir müssen näher an den ran. So. So. Wo bauen wir die Häuser jetzt hin? Wir könnten sie mitten ins Lager bauen. Was spricht dagegen? Es könnte abbrennen. Ja. Was spricht dafür? Die Schweine sind immer in der Nähe, wenn das Lager angegriffen wird. Außer sie kommen nachts nicht raus, was sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, wir können sie nicht als Wächter einsetzen, sondern nur als was? Als Nahrungsquelle und als billige Arbeitskräfte. Na komm, eins stellen wir hier ins Lager. Sagen wir mal da so hin. Und gucken, ob die vielleicht doch nachts rauskommen. Wer bist du? Ich bin dein neuer Herr und Meister. Und ich werde dich jeden Tag umbringen. Um an Fleisch zu kommen. Nee, noch brauchen wir es nicht. Aber die droppen ja das gute Fleisch. Das heißt, so hätten wir eine erneuerbare Quelle für das gute Fleisch, für die Fleischstatuen. So. Tag ist schon wieder fast vorbei. Sammeln wir ein bisschen neues Gras. So. Und was machen wir jetzt die nächsten Tage so? Ich wollte das Zelt auch endlich mal erforschen. Aber die Forschungspunkte sehen gerade ziemlich mau aus. Da sollten wir vielleicht erstmal neue Sachen ausbuddeln. Oder die verfeuern und hoffen, dass wir sie neu finden. Ja, weiß nicht. Erste Falle kaputt. Zweite Falle nicht ganz kaputt. So, ich verfeuere mal die Federn, um zu gucken, wie viel die bringen. Weil davon haben wir langsam auch ein paar. Ha, 8 Punkte das Stück. Das ist nicht schlecht. Und ich verfeuere auch mal ein Haar, um zu gucken, ob sie die Preise verändert haben. 21 haben wir jetzt. 29 haben wir jetzt. Nö, hat sich nicht erhöht. Beeren. War vorher nur ein Punkt. Sind jetzt 3 Punkte. Aber wo sollten wir wieder was essen? Wir bekommen das Blinken immer viel zu spät mit. So. Feuer machen, das andere Fleisch gleich braten. So, wie viel bringt ein ungekochtes Fleisch? 8 Punkte. Wie viel bringt ein gekochtes Fleisch? 12 Punkte. Ernsthaft? Ja, also kochen fügt mal eben 4 Punkte zum Fleisch hinzu. Das heißt, so könnte man auch Forschungspunkte bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel noch auf der Haseninsel wäre, da kriegt man ja so viel von dem Fleisch hier. Könnte man also als Forschungspunktquelle gut missbrauchen. Und er verkriegt sich in seinem Haus. Okay. Oh, da fällt mir gleich noch ein Test ein. Ich muss mir echt mal einen Zettel machen mit den ganzen Experimenten, die ich ausführen will. Aber ja, ich will mal so eine Schweinehütte anzünden und gucken, was passiert. Und ja, ich weiß, das klingt ganz schön gemein. Aber ich bin halt neugierig. Und in solchen Spielen kann man sich immer schön austoben. So, neue Falle aufstellen. Also wahrscheinlich geht das Ding einfach nur kaputt. Vielleicht kommt aber auch dann nachts ein Schwein raus und kann uns helfen, wenn es nicht gerade damit beschäftigt ist, sein Heim zu löschen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir kriegen verbranntes Schweinefleisch. Das da. Oh ja, das würde ich auch nochmal gerne ausprobieren. Dann würde ich eigentlich gerne noch einmal sterben, um zu gucken, was das Ding da macht. Und einmal sterben mit dem Amulett und gucken, was das dann macht. Also wie genau das funktioniert. Aber ich denke, das werde ich nicht aktiv testen. Das wäre ein wenig albern, wenn dieses Leben vorbei wäre, nur weil ich dumm rum experimentiert habe. Das heißt, wir machen einfach so weiter wie bisher. Wenn wir irgendwann mal sterben sollten, dann dürften wir hier bei der Statue wiederbelebt werden. Wenn das klappt, dann werde ich ab dem Zeitpunkt das Amulett primär tragen, um dann zu gucken, ob ich nochmal den Tod so verhindern kann. So, oh. Ich wollte gerade sagen, die Schweinehütte ist eine Lichtquelle. Das wäre ja schön. Komm schon, ich weiß, dass du zu Hause bist. Ja, das stimmt. Oh, wir können den Helm mal kurz ausprobieren. Zip.
Wow. Die ist ja richtig gut. Das ist doch mal richtig praktisch. Und so schnell geht das gar nicht runter. Also das dürfte für 1, 2, 3 Nächte reichen. Okay, eher 2 Nächte. Aber so oder so, sehr schickes Ding. Sollten wir auf jeden Fall immer bei uns führen, damit das Inventar noch voller ist. Aber nee, wenn wir mal eine größere Expedition machen wollen oder die Fireflies jagen, dann ist das genau das Ding, was wir brauchen. Und so finden wir halt nach und nach für jede Situation das richtige Teil. Wir haben da noch jede Menge Hüte zum Ausprobieren. Hier. Aber ja, das wird alles noch warten müssen. Eine Weste? Oh, wir können aus 16, 10 und 18 Spinnenseide eine Weste herstellen. Das klingt ein wenig nach einer besseren Rüstung. Ha, okay. Bestimmt besser als so ein Haufen Holz. Also ja, das sollten wir im Auge behalten. Wie viele Punkte kostest du? 200. Sonst gibt es nichts mehr Großartiges. Der Footballhelm hört auch sich nach Schutz an. Aber ja, da haben wir noch sehr viel zu forschen, auch sehr viel zu experimentieren. Aber das alles erst nächste Folge. Jetzt gibt es den kleinen Cut. Also bis gleich.